So, Leute, da sind wir beim nächsten Video und es ist ein Black gezeigt. Ihr habt letzte Woche den Short bekommen dazu, wie ich auf einem ELM-Qualifier war. Davor das ELM-Qualifier habe ich meine SD-Karte vergessen. Dieses ELM-Qualifier bekommt ihr ein komplettes großes Video. Das hier war das erste Mal, dass ich mir wirklich was von Patrons gegönnt habe. Und zwar die Reise. Die Reisekosten habe ich praktisch komplett von Patreon bezahlen können. Deshalb nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle Patrons. Seht ihr alle jetzt hier aufgelistet? Gerade die Leute im Thalia-Tier nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Alle anderen natürlich auch. Aber gerade die im Thalia-Tier, ohne die wäre es einfach nicht möglich. Oder ich bräuchte sehr, sehr viel mehr im Supporter-Tier. Wenn das auch was für euch ist, wenn ihr mich unterstützen wollt, guckt mal unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auch Patron werden, wenn ihr das wollt. Und mich für diese Reisen, für diese Videos ein Stück weit unterstützen. Wir sind freitags losgefahren, ein bisschen verspätet. Wollten eigentlich früher los, aber das ging nicht, weil Stau. Und dann haben wir noch ein bisschen länger gebraucht und ich bin irgendwie um 10:30 oder so bin ich dann angekommen in Siebert bzw. bei Herzberg im Harz. Und es war wirklich, wirklich spannend, weil es war alles dunkel und dann saß ich draußen drin, hell erleuchtet, eine Bar. Ich dachte mir so, bin ich hier richtig? Und dann habe ich probiert, die Tür aufzumachen, aber die Tür zu. Und ich dachte mir so, habe ich drin zum Glück ein paar Leute gesehen, die ich kannte, unter anderem die Judges. Und dachte mir, ah, ist auf jeden Fall richtig. Bin dann hinten durch so einen Untereingang wieder reingekommen. Und ja, es war schon noch ein mega cooler Abend. Die Jungs und Mädels hatten noch ein bisschen gedraftet, hatten einen schönen Abend gehabt. Ich habe den Kartenladen getroffen, der dann auch da ist. Also wer die nicht kennt, die Jungs, der Kartenladen auf Card Market. Manchmal auf Twitch und auf YouTube. Eher selten, machen sie seltener. Leider macht mehr Jungs. Und ja, war super, super cool, mich da mit ein paar Leuten zu unterhalten und habe dann auch den Veranstalter kennengelernt, auch ein super geiler Typ, mega, hat mich so gefreut. Und das ganze Prinzip von diesem Gebäude, wo ich da war, ist einfach, da waren einfach tausende Quadratmeter, die da gekauft wurden, mit den verschiedensten Sachen drauf. Und das, wir haben im Paradies gespielt. Wenn ihr das Paradies mal googelt, da gibt es eine richtig lange Geschichte zu, wo halt verschiedenste Locations innerhalb dieses Gebäudes waren. Und der Adam, der hat das jetzt gekauft. Und naja, er baut da jetzt so ein bisschen so sein Traum aus. Ist mega. Einfach mega. Unten die Bar mit Biergarten, mit Metal-Events und so weiter und so fort. Wenn ihr da in der Gegend seid, guckt da mal vorbei. Er wird nachher im Interview nachher nochmal selber sagen, guckt vorbei, gerade bei den Events kann ich euch nur empfehlen. Es war mega cool. Und da gibt es noch so viel zu diesem Platz zu erzählen. Man könnte ein eigenes Video dazu machen, nur was dieser Platz ist und dieses Gelände und diese Gebäude. Und jedes Gebäude hatte seine Stories, wie zum Beispiel, dann hingen Zeitungsausschnitte da von, ich weiß nicht mehr welchem Datum. Ich mache jetzt ein Datum in Sachen 1920, wahrscheinlich sogar früher oder 1800 irgendwas. Zwei Tote in der Silvesternacht in Paradies. Und das hing einfach da, es war einfach cool. Das war für mich, ihr wisst es ja, ich bin ja eher so als, ja, ich würde sagen, Goth und Grufti eigentlich unterwegs früher gewesen. Und ich muss sagen, ich habe es geliebt. Alles da habe ich geliebt. Jede einzelne Nuance, ich konnte das, ich habe das so aufgesogen. Da waren so viel zu entdecken, kleinere Sachen. Überall standen noch Bücher rum, es waren überall kleine handschriftliche Notizen. Es war Wahnsinn. Und der gute Adam hat mich dann hochgebracht zu meinem Zimmer. Auch das mega geil ausgestattet. Also wirklich der Wahnsinn. Ich habe nachher auch die Person kennengelernt, die das Zimmer eingerichtet hat. Mit der wollte ich eigentlich auch noch zu einem Lost Place gehen. Das habe ich aber leider zeitlich und vor allem auch nervlich nicht geschafft. Ich war echt fertig. Aber das nächste Mal. Ich habe vor, wiederzukommen. Ich habe vor, dass, wenn das nochmal passiert, da wieder hinzufahren auf jeden Fall. Und wenn das nicht passiert, komme ich trotzdem vorbei. Das kann ich euch sagen, weil das war mega. Es war so, so schön da. Und ja, ihr seht ja auch die ganze Zeit schon ein paar Eindrücke, ein paar Videos und so weiter. Und ja, dann war die erste Nacht vorbei. Am nächsten Morgen gab es Frühstück. Mega. Ich sag die ganze Zeit mega, aber ich kann es nicht anders sagen. Es war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig cool. Dann ging es in die Matches. Die Matches waren sehr, sehr spannend. Ich habe in der ersten Runde gegen einen Tschechen gespielt, der Urlaub gemacht hat und einfach eine Woche Urlaub da jetzt gemacht hat und den ELM-Qualifier mitnehmen wollte. Mit seinem besten Kumpel und den beiden Freundinnen von den beiden. Die haben einfach zu viert einfach im Wald gecampt. Das war einfach geil. Fand ich mega. Und der hat mich platt gemacht mit dem guten Bernd
Food Chain. Und zwar beide Spiele, weil ich den Eldrazi-komischen, der da sich exilt und dann wiederkommt und so weiter, den habe ich nicht gehandelt bekommen. Und ich habe selber nichts gehabt. Er hatte nichts, aber er hatte diesen Eldrazi und all mein Removal ist halt an ihm verflogen. Ja, hat dafür gesorgt, dass ich verloren habe. War dann so ein schade. Dann habe ich gespielt gegen den guten Tim von Snapkeep. Das ist ein Podcast, den solltet ihr euch anhören. Das ist ein Legacy-Podcast von den Jungs aus Hannover und mega. Das ist ein sehr, sehr cooler Podcast. Super angenehmer Mensch, wirklich ein sehr, sehr lieber Mensch. Ich muss auf jeden Fall das irgendwie schaffen, dass ich den zu Radio Ravnica bekomme oder mal bei denen in Folge reinkomme. Das war sau, sau cool. Wir sind leider nicht on Coverage gewesen. Ich prangere das aber noch an. Wir hätten einfach, das wäre einfach das Match des Tages gewesen. On Kamera, Snapkeep gegen MTG Blackset. Hätte ich gefeiert. Oder gegen Radio Ravnica. Könnt ihr euch aussuchen, wie auch immer ihr das wolltet. Das hätte ich gefeiert. Das hätte ich cool gefunden. Und er ist ja auch einer der Gründe, beziehungsweise der Podcast einer der Gründe, warum dieses Qualifier überhaupt entstanden ist. Es waren ganz, ganz viele interessante, lustige Zufälle. Und zwar auf der einen Seite hat die Frau oder Freundin von Adam auf dem Speicher seine alten Magic-Karten gefunden, wo er dann sagt, oh, Magic, oh, das gab's ja auch noch, mega. Guck ich mir mal an, was es da noch so gibt. Und hat dann Legacy gefunden und hat dann in Hannover den Podcast gefunden, hat den Podcast gehört. Die haben eine Folge drüber gemacht, wie man das perfekte Turnier organisiert. Und er hat sich gedacht, das kann ich auch. Also im Endeffekt sind 1000 Faktoren wichtig, damit dieses Turnier zustande gekommen ist. Snapkeep ist einer davon. So oder so, erste Runde tut mein Gegner selber Dinge. Zweite Runde tue ich Scam-Dinge und dritte Runde tun wir beide gar nichts und prügeln uns mit irgendwelchen komischen 1-1ern um die Ocke. Und ja, ich habe dann gewonnen. 2-1, war relativ knapp, stand 1-1 im Turnier und dann habe ich jemanden getroffen, der mir schon vor dem Turnier gesagt hatte, ey Blacky, du bist einer der Gründe, warum ich Legacy spiele. Du bist einer der Gründe, warum ich hier bin heute und einfach nur, weil deine Videos mich so motivieren. Dann war es schon wieder so, da ist mein Herz erstmal aufgegangen. Ich war total sprachlos und ich hoffe, das hat man auch nicht ganz so stark gemerkt. Nicht mehr so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und gegen diese Person wurde ich dann gepairt. Er hat Eightcast gespielt. Eightcast ist ein Deck, das frühstückt. Also Bugscam frühstückt Eightcast Tag ein, Tag aus. Das gibt's auch an Kamera zu sehen beim Fun of Magic, der da war zum Coverage machen. Werde ich wahrscheinlich auch noch kommentieren. Und so, aber ja, das wird noch irgendwann kommen. Wann es kommt, kann ich euch nicht genau sagen, aber da wird noch ein Video kommen. Und ja, das war dann mein 2-1 und ich dachte mir, 2-1, da haben wir es wieder. Positiv laufen. Dann habe ich gegen Lance gespielt. Lance ist so eins der drei schlechten Matchups für Bugscam. Also der richtig schlechten Matchups. Lance, Burn und Mono Red Prison. Monorail Prison wegen Blood Moon, Burn wegen Price of Progress und Lance war Lance. Man macht aber nichts gegen Lance. Ghost Squadron Wastelands, wirklich Wahnsinn. Und er startet halt auch mit so Dingen wie Fetch auf Forest. Ich schon so, okay, könnte ja zum Glück noch was anderes sein. Spielt ein Exploration. Ich dachte so, ah, Lance legt ein Wasteland, legt ein Mox, discardet einen Ghost Squadron und macht dann Life from the Loam. Das heißt, er hat Wasteland, Ghost Quarter Exploration. Da hatte ich keine Lust drauf. Ich habe dann noch einen Grief gespielt, um zu gucken, was er noch so hat. Und ein schwarz-blaues Land, also ein Fetchland. Und habe dann conceded. Mein Gegner dachte in dem Moment, oh, das ist ein Death Shadow Spiel. Und hat gegen Death Shadow geportet. Was war mein Glück? Das hat mir mindestens ein halbes Spiel gewonnen, wenn nicht sogar das ganze Game 2. Muss man einfach sagen, das war wirklich stark, dass ich da so den Trick rausholen konnte. Und habe das Spiel dann gewonnen, weil, wie gesagt, das Boarding war ein bisschen anderes. Ja, und dann standen wir 1-1 da und dann haben wir uns auf ganz niedrigem Niveau geprügelt. Ich kann euch sagen, in dem ganzen Spiel habe ich dreimal Bowmaster reanimated. Ich habe 2 Life from the Loan mit Force of Negation getroffen. Und er hat nichts gehittet. Ich habe nichts gehittet. Es waren nur die Bowmaster und Reanimates. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das Spiel gelaufen ist. Das war wahnsinnig anstrengend. Aber
Das war ein Sieg für mich. Dann hatten wir einen Deckcheck. Und da muss ich sagen, das Turnier war super organisiert. Es war wirklich durchgehend positiv. Die Leute waren super cool drauf. Also Leute aus dem Harz, Leute aus Hannover, Hamburg. Das sind einfach liebe Menschen. Das muss ich einfach so sagen, wie es ist. Aber der Deckcheck. Da muss ich leider sagen, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ihr wisst ja, ich bin als Judge unterwegs. Und deswegen fallen mir auch Leute auf, die beim Judgen einfach, wir sind alles Menschen, niemand ist perfekt, aber Menschen machen bei Judgen eben auch Fehler. Und es gibt Fehler, die kann man machen, es gibt Fehler, die passieren aus Unwissenheit oder aus Faulheit, auch das kann passieren, sollte nicht, kann. Es gibt aber Fehler, die dürfen nicht passieren. Eine dieser Fehler, die nicht passieren darf, ist, dass ihr als Judge die Karten eines Spielers zerstört. Hoffentlich habt ihr da eine Haftpflichtversicherung. Wir wurden gedeckcheckt. Mein Gegner bekommt sein Deck wieder. Es ist komplett sortiert. Das heißt, er muss erstmal richtig hart durchschaffeln und fragt dann auch den Judge, ob er vom Tisch gehen darf. Der Judge sagt natürlich ja. Ich bekomme mein Deck wieder. 12 oder 13 Hüllen umgeknickt. Karten teilweise fast einen Zentimeter noch über dem Rand der anderen Karten. Und das in dieser Deckbox. In dieser schmalen Deckbox hier oben. Ja, die Hüllen waren alle im Arsch. Es hat zum Glück keine wirkliche Karte erwischt. Zumindest nicht so, dass sie kaputt gegangen ist. Aber da ist mir mein Herz stehen geblieben. Da wurde ich auch sauer. Und da muss ich nochmal an die Judges entschuldigen. Da wurde ich auch wirklich sauer. Weil das ist ein Fehler. Das darf nicht passieren. Auf keinen Fall. Das geht nicht. Und ja, war dann doof. Ich habe dann neue Hüllen bekommen. Dann geht mein Gegner gespielt. Mein Gegner dachte zu dem Zeitpunkt, ich spiele irgendwas mit Aluren oder sowas. Wie auch immer darauf kam. Und ja, erste Runde macht mein Gegner halt Delver-Dinge. Das bedeutet, er spielt halt einfach nur einen Dragon Rage Channeler mit Days Backup into Dragon Rage Channeler mit Bubble, mit Force Pitch, irgendwas into, keine Ahnung was, alles, einfach alles. Ja, da habe ich ganz schnell verloren. Game 2 spiele ich meinen Gegner relativ schnell in die Ecke und er conceded. Und geht dann halt in das Game 3, was Sinn macht, damit er in Game 3 es schafft, eben den Start zu haben und einfach nochmal Delver zu können. Und da ist dann in der zweiten Runde von ihm was ganz Weirdes passiert. Und zwar habe ich, er hat einen Delver Secrets gespielt, ich habe ein Land gespielt, er hat ein Land gespielt, ich habe ein Land gespielt und Delver ist nicht geflippt. Und dann habe ich einen Bowmaster gespielt. Mein Gegner spielt auch einen Bowmaster. Und sagt, ja, okay, dann schießen sie sich gegenseitig ab. Und ich völlig umnachtet, weil ich immer noch bei meinen Hüllen, bei meinem Deck und bei meinem Deckcheck war und so weiter, sagst du, ja, dann schießen sie sich gegenseitig ab. Es gibt keine Möglichkeit, wie zwei Bowmaster, außer mit Show and Tell, sich gegenseitig abschießen. Ist nicht so. Und ja, das war spannend. Es ist uns erst ganz am Ende des Spiels aufgefallen. Es hat keinen Unterschied gemacht, weil ich danach einen Fading Push gespielt habe. Aber, also auf den Delver dann, den dann einfach auf den anderen gelaufen wäre. Aber ja, das war peinlich für mich. Und das hätte nicht passieren dürfen. Aber war ein super lieber Gegner. Er hat mir noch ein bisschen was erzählt, wie man mit zwei Leuten zusammen Cube draftet. Mega cool, will ich demnächst auch nochmal ein Video zu machen und auch noch ein bisschen was zu erklären. Das wird lustig, freut euch drauf. Dann stand ich 4-1 und habe mir gedacht, wow, du könntest jetzt Dritter werden oder Zweiter. Oder du bist safe irgendwie Sechster, Siebter. Und ich wusste, Sechster, Siebter Platz sind immer noch Preisgeld von 40 Euro. Ungefähr in Kartenwert halt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Wenn mein Gegner ankommt und sagt, er will drawen, dann kann er drawen. Mein Gegner kommt an und sagt, ey, lass uns drawen. Ich sage, alles klar, wir drawen.
lass uns trotzdem bitte spielen. Wir haben dann gespielt. Das war ein grün-schwarzes Elfen Natural Order Control irgendwas Deck. Das war ziemlich cool. Das habe ich 2-0 gegen die Wand gefahren. Wir haben auch nicht ganz so gute Hände gehalten und haben beide gesagt, so, ja, wir hätten eigentlich anders gespielt und bla bla bla. So oder so, ich habe es theoretisch 2-0 besiegt. Dieser Spieler hat nachher auch das ELM Qualifier gewonnen. Denn bei ELM Qualifying ist es so, man spielt halt Swiss, also man spielt bis ein fester Sieger dann feststellen, diese x Runden, in unserem Fall 6 Runden. Und dann cuttet man die Top 8 und die müssen nochmal gegeneinander spielen. Erster gegen 8er, 2er gegen 7er, 3er gegen 6er, 4er gegen 5er. Und dann baut man so ein Bracket auf, bis man einen deutlichen Sieger hat. Und naja, er hat dann ganz am Ende das ELM Qualifier gewonnen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Glückwunsch meinerseits nochmal. Sehr verdient, sehr, sehr netter Mensch. Fand ich wirklich cool. Sehr, sehr geiles Deck auch. Und ja, war cool. Und damit stand ich dann, wie gesagt, 4-1-1 und bin 7. oder 6. gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 7. Und das war spaßig. Das war wirklich cool. Und dann haben wir noch ein paar bisschen was zugeguckt, wir haben noch eine Pizza bestellt, Essen war großartig, richtig geiles Essen auch noch da, mit richtig geilem Nachtisch und also mittags dann, in der Mittagspause. Und das fand ich halt super interessant. Das ganze Turnier war sehr langwierig, weil wir halt noch eine Stunde Pause in der Mitte hatten und es hat sich niemand beschwert. Wenn du das hier machen würdest bei uns, um, keine Ahnung, Richtung Ruhrpott oder so, die Leute würden ausrasten, wenn du sagst, lass mal eine Stunde Pause machen. Die würden ausrasten. Hier war das vollkommen okay. Stunde Pause, alle haben sich an die Kantine rangestellt, unten drunter, zum Essen, so bei Ausgabe, so im Garten von Essen, so Nudeln mit Soße. Hammer, geil. Es war einfach geil. Und es waren so viele Leute, die einfach Spaß dran hatten, auch auf den höheren Tischen, die wirklich gelacht haben, die Spaß hatten, in dieser Location, auf diesem Tournament. Und das ist was, wo ich sage, das ist wahnsinnig schön. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben dann abends noch ein paar Karten ins Feuer geschmissen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger für Leute, die sagen, oh, nee, das macht man nicht oder oh, das finde ich disrespectful oder oh, das finde ich voll schlimm. Wir haben ein Format gespielt, was selbst ausgedacht wurde, sich. Und zwar haben wir Karten ins Feuer geworfen. Das war der Gravechart. Also der Friedhof war praktisch die Feuerschale. Das hat mega Spaß gemacht, das fand ich auch sehr cool. Und ja, damit haben wir dann es ausklingen lassen. Sonntags bin ich dann halt nach Hause gefahren. Und wie die anderen es fanden, habe ich hier noch ein paar Interviews für euch. So Leute, wir haben den nächsten Morgen gehört. Ich bin noch echt, echt müde, aber ich habe gestern Abend nicht mehr geschafft, meine Eindrücke einzufangen. Und ich werde es im Video schon gesagt haben, so ein bisschen. Also gerade durch meine Eindrücke, die ich ganz am Anfang euch erzählt habe. Aber es ist mega. Ja, mit Sonntag. Ich werde wahrscheinlich kein Side-Event mehr mitspielen können. Zeitlich gesehen. Aber gestern, das war wirklich cool. Also wie die Jungs da am Feuer rumgesessen haben und Karten verbrannt haben, einfach nur, weil der Gravechart die Feuerschale war. Ein super lustiges Side-Event. Wenn man damit klarkommt, dass man Karten verbrennt, es gibt ja Leute, die finden das ganz, ganz schlimm. Dann Main-Event, wie gesagt, Top 8, bin 7. oder 6. gewesen. Mit 4-1-1 war mega, die Location ist mega, die Leute sind super entspannt gewesen. Wir haben
eine Stunde Pause zwischen Game 3 und 4 gemacht. Das habe ich noch nie so erlebt, dass die Leute das so positiv aufgenommen haben. Alle mal sonst immer so, nee, wir wollen weiterspielen, wir wollen nach Hause und sonst was. Hier voll okay, alles gechillt, alle in eine Reihe gestellt, sich was zu essen geholt. Mega. Also es ist wirklich eine ganz andere Atmosphäre als die Turniere, die ich sonst gewohnt bin. Und ich bin super begeistert. Und wenn es davon eine zweite Part gibt, dann werde ich ihn auch mitnehmen. Und ja, wie gesagt, das war super krass. Und ich werde jetzt nochmal schauen, ob ich von gestern noch ein paar Leute ranbekomme, die ich interviewen kann. Und mit denen ich dann drüber reden kann. So, ich habe mir den Kartenladen hier zugeholt. Die beiden. Ja, die haben hier, ihr habt hier einen Händler nur gemacht. Ihr habt nicht mitgespielt, oder? Genau. Ah, schade. Wie fandet ihr es? Sagt mal ein paar Worte. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Eine komplett andere Location als normale Magic-Turniere. Ja. Und ich fand es einfach sehr beeindruckend. Also wirklich mal in der Natur, bisschen abseits des normalen Spots. Schon schön hier. Ja. Es war so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer oben, hätte man gesagt. So zocken unter Freunden, aber auf einem trotzdem schönen Niveau, dass man am Ende auch in den Top-Tables gemerkt hat, es ging um was irgendwo. Ja. Die Spieler waren noch fokussiert, einen Bock irgendwie zu spielen, aber trotzdem war es eine gelöste Stimmung. Ne? Ja. Ja, und ihr habt auch hier gepennt, richtig? Ja. Ihr habt auch in so einem Zimmer, also hier gibt es Zimmer, die kann man mieten irgendwie und dann kann man die Wohnstallen renovieren, wie man möchte. Wie sah das bei euch? Bei mir ist so 20er Jahre Gothic-Stil. Bei uns? Hätte ich es auch gesagt, so, nein, 20er Jahre nicht, aber irgendwie so 60er Jahre. Aber auch so ein Gothic-Stil? Nee, also normal halt, okay. Aber so, ich hätte es einfach ein bisschen in der Zeit stehen geblieben genannt. Okay. Also es war wirklich rustikal. Halt ein altes Bett, aber es war jetzt nichts so, wo man sagen kann, so wow, sondern einfach normal, okay, hat gepasst. Leute im Video haben schon gesehen, bei mir ist es richtig krass, also es ist wirklich so mit Edgar Allan Poe an die Wand und so weiter, das ist super interessant. Ich glaube, jeder konnte ein Zimmer einrichten. Genau, jeder durfte ein Zimmer selber einrichten und halt nach seinem Gusto umgestalten, tatsächlich. Und ich weiß nicht, habt ihr die Person, die euer Zimmer gemacht hat, kennengelernt? Nee. Weil die Person, die mein Zimmer eingerichtet hat, die läuft hier irgendwo rum tatsächlich. Und mit der habe ich auch schon geredet. Freitag. Das war super interessant. Ja, generell vom Turnier her, habt ihr viel mitbekommen können? Oder? Also, die meisten sind ja bei uns ja an dem Stand immer vorbeigelaufen, als er in zwei Räumen war. Ja, genau. Also, wir haben schon mitbekommen. Also, wir hatten ja in den Zwischenrunden hatten wir auch Zeit, immer ein bisschen zuzugucken. Ja, cool. Also, war schon. Also vom Legacy-Meter her war es halt schon Bowmaster-lastig. Und Edcast. Ja, richtig. Aber war schon, also war alles dabei. Die Top 8 war auch wirklich sehr bunt. Hm. Also das hat mich sehr beeindruckt. Sonst war es ja immer Delver.deck. Delver.deck, ja. Ja. Aber diesmal halt komplett schön. Also Bowmaster regelt. Ja, genau. Das ist ganz einfach so. Ja. Ich glaube, es geht auch ganz vielen so. Ja, ansonsten, wo findet man euch? Könnt ihr noch Plugin machen, wenn ihr wollt? Ja. Online auf MKM, der Kartenladen, natürlich auf allen anderen Social-Media-Kanälen auch vertreten, organisieren einigermaßen regelmäßig eigene Turniere, ich sag mal, im norddeutschen Raum, sei es Hamburg oder Hannover. Oft das mal auf kleineren Turnieren auch einfach im Stand vertreten. Ja. Boah, also der Norden, da regieren wir. Ne? Ja. Kenne ich auch nicht so viele andere Läden, die aus dem Norden kommen, zumindest keine erfolgreichen. Und dann gucken wir mal weiter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bis bald. So, ich habe mir den Tim geschnappt, den Head Judge. Moin. Sag mal, so, wie war das Turnier für dich? Wie lief's? Wie war die Location für dich? Erzähl mal deine Eindrücke. Die Location ist ein Traum. Also, ein riesen Campinggelände. Ja. Das Wasser hier unten, dass man sich direkt ransetzen kann oder reingehen kann. Das bestimmt auch hört. Hier eine Außenlocation mit Kiosk und draußen essen. Jo. Das Ironman-Event am Feuer. Das bis tief in die Nacht reinging. Die Location drin mit Couches statt Stühlen, was einfach auch mal was anderes ist. Ja. Ich meine, zum Spielen weiß ich es nicht, aber zum Sitzen sicherlich bequemer. Also Spielen war ganz okay. Manchmal waren die Tische ein bisschen niedrig, aber das liegt halt daran, dass auch jeder Tisch irgendwie anders war. Und manche Menschen sind halt größer als andere dementsprechend. Ja, deswegen, von der Location her, absolut Traum. Ja. Bisschen abseits, schlechtes Netz, aber absolut Traum. Ja, das stimmt. Und lief auch recht flüssig, fand ich. Ja. Also es lief komplett durch. Wir hatten ja noch eine Stunde Pause fürs Essen. Mhm. Habe ich auch niemanden gehört, dass ich gemeckert hat. Habe ich gerade eben schon gesagt. Das fand ich so weird, dass
Also ich bin das nicht gewohnt, dass Leute einfach sagen, ja, eine Stunde Pause zwischendrin finde ich voll okay. Ich bin auf Turnieren eher so gewohnt, so wie eine Stunde Pause, oh, da kann ich schon ein Match drin spielen. Das fand ich sehr, sehr schön, dass einfach ein anderer Flair einfach ist. Ich hatte vielleicht mal eine halbe Stunde Pause. Okay. Aber nimmt man halt mit. Es gab manche, die haben halt gesagt, wegen, man nimmt die Pause gerne mit, ist dann zwar auch ein bisschen wieder raus, aber man nimmt es mit. Hm. Ist immer noch entspannter, als einfach den Grind 6 Stunden durchzuziehen, gegebenenfalls plus Stops. Das stimmt. Gut, aber sonst sagst du, würdest du wieder machen? Jederzeit, ja. Ich habe für mich gesagt, das ist kein Turnierwochenende, das ist ein Sommercamp-Wochenende mit Turnier drin. Oh gut, und das hat ja funktioniert. Das hat funktioniert. Sehr gut. Dann gucke ich mal, ob ich noch andere Leute zum Interview finde und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe mir den Veranstalter beigeholt. Kannst du dir mal vorstellen, wenn du möchtest. Der Mann mit den 1000 Namen. Der Mann mit den 1000 Namen. Im Discord findet ihr mich unter Adam. Richtig. Und genau, meine Freunde kennen mich unter Cess. Sag ich noch, tausende Namen? Du hast das Ganze hier organisiert. Bist du denn zufrieden? Zu 90%. Also ich bin, eigentlich bin ich sehr zufrieden. Eigentlich bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Es ist deutlich besser geworden, als wir gedacht haben. Wir konnten ja am Anfang noch nicht mal sagen, wie viele Leute kommen, wird das gut. Es war das erste Mal. Wahrscheinlich, oder keine Ahnung, generell für sowas, warst du auf was Ähnlichem schon mal? Nee, absolut nicht. Also ich habe hier absolut nichts Vergleichbares zu und ich muss sagen, also schon gesagt, das nächste Mal bin ich wieder dabei. Wahrscheinlich nicht mit einem 3-Tages-Ticket, mit einem 1-Tages-Ticket und penne dann trotzdem hier. Aber ansonsten mega, 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 mega. Ich habe super hart gefeiert. Location, ich kann dir sagen, die Leute haben es gefeiert. Die finden die Location geil, die fanden die Orga gut, die waren alle super happy. Und ich habe ein ganz anderes Gefühl hier mitgenommen, wie auf jedem anderen Turnier, wo ich jemals war. Welches Gefühl war das? Community. Es ist mehr ein Community-Arbeitsding gewesen als ein großes Turnier. Natürlich gab es auch verbissene Leute. Es gab Leute, die competitive gespielt haben, die halt den Invite haben wollten und so weiter und so fort. Aber ich habe es gerade eben schon zum dritten Mal schnitzt. Ich habe noch nie erlebt, dass man sagt, ich mache eine Stunde Pause mitten im Turnier und alles in Feinheit. Das gibt es eigentlich nicht. Ja, es haben auch sehr, also ich glaube, es hat keiner über irgendwas bei uns gemeckert. Nein. Das war, fand ich, das war beeindruckend krass. Gut. Ja, ja, genau. Es war beeindruckend gut. Es war wirklich ein starkes Feld. Es waren super viele Leute von ganz weit weg teilweise auch hier. Ja. Und ja, dann abends hast du noch dein eigenes Burning-Format eingebracht. Da haben die Leute auch ziemlich, ziemlich gefeiert tatsächlich. Also die Tschechen werden es übernehmen. Ja, wir müssen noch mal mit den Regeln, haben wir gemerkt, müssen wir noch mal ein bisschen angleichen. Es wurde zu wenig verbrannt, den Leuten. Die Leute haben zu viel Angst. Ja, exakt. Und die Decks haben interessanterweise gut funktioniert. Dafür, dass wir 400 Kartenhaufen einfach mal so zusammengeworfen haben, hatten alle was auf dem Board. Geil. Curves am Start. Geil. Ja. Das ist natürlich geil. Ja, und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, auch mal hierher zu kommen. Kann man hier Urlaub machen? Die fiese Frage. Für Leute, die wir kennen, die können sehr gerne vorbeikommen. Also auch alle, die jetzt beim Turnier waren, sind sehr herzlich eingeladen. Aber wir sind jetzt kein öffentlicher Urlaubsort. Sehr, sehr, sehr gut. Wenn ihr aber ein Bier trinken wollt. Genau, wir haben einen Biergarten. Wir haben einen Biergarten. Genau, habt Biergarten, könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr in der Gegend seid. Kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich cool hier. Und wie gesagt, ich für meinen Teil werde auf jeden Fall wiederkommen. Cool. Vielen, vielen Dank fürs Organisieren. Und ihr kriegt jetzt noch ein paar Impressions und danach könnt ihr dann auch mal Ruhe von diesem Turnier genießen. Ciao. Ciao. Und ich glaube, das rundet das jetzt ganz schön ab. Wir haben ein ziemlich langes Video. Es tut mir leid für gefühlt einen Tag Turnier, aber alles drumherum verdient auf jeden Fall super viel Aufmerksamkeit. Wenn es das nächstes Jahr wieder gibt, gebe ich euch Brief und Siegel. Ich werde alles in Bewegung setzen, um da zu sein. Vielen, vielen Dank an alle Personen, die ich kennenlernen durfte. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Ich habe so viele tolle Menschen wiedergesehen, die ich so lange nicht gesehen hatte. Es war wirklich ein wunderschönes Wochenende, an einem wunderschönen Ort, mit einem wunderschönen Turnier und mit meinem absoluten Lieblingshobby. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war so cool. Ich hoffe, ihr hattet bei dem Video genauso viel Spaß wie das, was ich empfunden habe, als ich das alles erlebt habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wenn ihr es nicht getan habt, könnt ihr den Kanal immer noch abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und einen Daumen nach oben, wenn ihr es genauso cool fandet wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksade. Ciao, ciao.